Karl Friedrich Hermann, Philologe, 1846 bis 1855, Mühlenstraße 1. Karl Friedrich Hermann, geboren am 4.8.1804 in Frankfurt am Main, gestorben am 31.12.1855 in Göttingen, studierte Philologie in Heidelberg und Leipzig. 1826 wurde er in Heidelberg habilitiert. 1832 wurde er zum ordentlichen Professor in Marburg berufen. Hermann wurde 1842 als ordentlicher Professor für klassische Philologie und Archäologie in Göttingen Nachfolger Karl Ottfried Müllers. Hermann gründete 1843 das pädagogische Seminar an der Universität Göttingen, an dem erstmalig in Deutschland Gymnasiallehrer ausgebildet wurden, und förderte so das neuhumanistische Bildungskonzept an den Gymnasien seiner Zeit. Hermanns Hauptwerke sind Lehrbuch der griechischen Antiquitäten und Kulturgeschichte der Griechen und Römer. Karl Friedrich Hermann wohnte vom Wintersemester 1842-43 bis Herbst bei Professor Johann Wilhelm Heinrich Conradi, Goetheallee 20. Vom Herbst 1846 an bewohnte er das Haus Mühlenstraße 1, das er von den Erben des Medizinerprofessors Karl Gustav Himmli gekauft hatte. Karl Friedrich Hermann wurde auf dem Bartholomäusfriedhof begraben. Die Gedenktafel wurde 1897 auf Antrag von Professor Karl Henze und Gymnasialdirektor Dr. Julius Lattmann angebracht und 1958 erneuert.